Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Tode, Sie hatten gerade zu Recht erwähnt, dass die OECD sagt, ja, Investitionen in Wissenschaft, da gibt es einen fünffachen Return of Invest. Das stimmt. Dann frage ich mich nur, warum Sie dann in Hamburg die Hochschulen kaputt sparen. Genau da, wo es den höchsten Effekt gibt, da sparen Sie, meine Damen und Herren. Das ist nicht nur skandalös, sondern einfach dumm. Also denken Sie mal, bevor Sie etwas erzählen, erstmal über das Verhalten Ihrer Fraktion, Ihres Senates nach. Meine Damen und Herren, wir haben hier durchaus ein schwieriges Problem. Das deutete sich bei den bisherigen Beiträgen ja schon an. Auf der einen Seite haben wir das berechtigte Interesse des wissenschaftlichen Nachwuchses, in gesicherten Verhältnissen zu leben und eine gewisse Perspektive zu haben und nicht damit rechnen zu müssen, dass nach relativ kurzer Zeit das Arbeitsverhältnis bereits beendet ist. Gar keine Frage. Und auch die Gründe, dass man Kontinuität braucht, sind alles richtig. Aber was hier bisher eigentlich bei allen Beiträgen ziemlich unter den Tisch gefallen ist, es gibt auch eine andere Betrachtung. Selbst wenn Hamburger Hochschulen mehr Geld kriegen würden, wofür wir sehr sind. Aber selbst wenn das so wäre, gibt es begrenzte Mittel. Wenn Sie zu viele unbefristete Stellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs schaffen, dann sind die irgendwann besetzt und die nachfolgende Generation von wissenschaftlichem Nachwuchs hat dann keine Stelle mehr. Was Sie hier vorhaben und was Sie propagieren, einige von Ihnen, ist nichts anderes als ein nettes Leben auf Kosten der Zukunft. Das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Wie ist da nun eine gute Problemlösung? Frau Timm und andere haben ja bereits den Code of Conduct beschrieben. Die Hochschulautonomie hat ja hervorragend funktioniert. Nicht der Gesetzgeber hat Vorschriften gemacht, sondern wir haben zunächst einmal die Hochschulen gebeten, das mit den Gewerkschaften, Personalräten und anderen zu besprechen. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Ergebnis herausgekommen. Frau Timm hat es teilweise schon erwähnt, ich will es noch mal ergänzen. Bei der Promotion grundsätzlich eine halbe Stelle, grundsätzlich Befristung auf 3 Jahre und ein Drittel der Arbeitszeit für Promotion. Das halten wir für einen guten Vorschlag. Bei Habilitation in der Regel eine Berufung als akademischer Rat auf Zeit, eine Befristung auf mindestens 3 Jahre mit der Möglichkeit, weitere 3 Jahre zu verlängern und ein Drittel der Arbeitszeit für die eigene Habilitation. Bei wissenschaftlichen Mitarbeitern soll grundsätzlich überwiegend, wenn es um Daueraufgaben geht, auch eine unbefristete Stelle gewährt werden. Schließlich bei Drittmittelprojekten grundsätzlich für die Laufzeit des Projektes. Meine Damen und Herren, das halten wir nicht nur für ein Zeichen hervorragender Hochschulautonomie, sondern es ist auch sehr flexibel. In Rücksprache mit dem Personalrat kann man davon auch abweichen. So wird es gemacht und nicht dogmatisch aus der Politik, meine Damen und Herren. Wer möchte nun, wenn wir uns nur Ihren Antrag anschauen, insbesondere den Einführungstext, dann wird mir doch ehrlich gesagt Angst und Bange. Denn das kann man nur so verstehen, dass Sie eine ganz erhebliche Verschärfung dieser ganzen Bedingungen haben wollen. Sie wollen zum Beispiel generell die Befristung auf Drittmittelprojekte statt grundsätzlich. Das ist nicht nur unflexibel, sondern gefährdet genau das, was ich vorhin beschrieben habe, eine Flexibilität und ein Eingehen, ein Freihalten für andere qualifizierte Mitarbeiter fällt damit weg. Oder was ist mit der Verlängerung per Unterbrechung wegen Mutterschutz und Elternzeit? Das ist für die Betroffenen natürlich sehr schön. Aber wenn der Bedarf nach Jahren weggefallen ist, was brauchen wir dann noch die Stelle? Meine Damen und Herren, auch das scheint mir nicht bis zu Ende durchdacht. Und der dritte Punkt, Untersagung der sachgrundlosen Befristung. Ja, meine Damen und Herren, wollen Sie dann bei den Hochschulen, die auf Flexibilität angewiesen sind, strengere Vorschriften als in der Privatwirtschaft? Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Dieser Katalog, den Sie in Ihrem Einführungstext aufführen, torpediert den mühsam ausgehandelten Kompromiss und gefährdet die Hochschulautonomie. Das halten wir für sehr gefährlich. Aber es besteht noch Hoffnung, wenn man nämlich das Petitum anguckt, und das bewerte ich so ähnlich wie Herr Dolzer, nur mit dem unterschiedlichen Ergebnis. Im Petitum steht davon alles nichts. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass einige Eiferer bei Rot-Grün zunächst im Einführungstext das geschrieben haben, was sie eigentlich gern machen wollten, und dann war doch noch einer, oder eine Frau Sudmann, die noch eingegriffen hat, im Petitum steht etwas, was wir auch mittragen können. Also, dass man einen Bericht macht und dass wir uns darüber unterhalten, ist völlig in Ordnung. Aber ich warne vor dieser Torpedierung. Ich habe noch einige Vorschläge für Sie. Es geht doch alles viel einfacher. Statten Sie die Hochschulen besser aus. Wahren Sie die Hochschulautonomie. Und blockieren Sie nicht Stellen auf lange Zeit, nur um Gewerkschaften zu gefallen. Erschreckend ist, meine Damen und Herren, folgende Betrachtung. Seit etwa einem halben Jahr ist der Rot-Grün jetzt im Amt. Und die erste ernsthafte Maßnahme, die sie machen, ist nicht mehr Geld für die Hochschulen oder mehr Autonomie für die Hochschulen, sondern mehr staatliche Regulierung wollen sie. Meine Damen und Herren, welch ein schlechtes Omen. Deshalb werden wir zwar dem Petitum zustimmen, aber werden darauf achten, dass sie keinen Unsinn machen. Vielen Dank.